Grüß euch alle miteinander und herzlich willkommen bei Hör mich grillt. Es ist neblig, es ist kalt, es ist schier. Heute machen wir was von Datschofen. Was ganz was Einfaches, einen Klassiker. Schweinebraten in Datschofen. Ein Schafbraten, sprich Schweinenacken mit einer guten Soße, mit einem guten Saft. Und so schaut das aus. Freunde, wie ich das gemacht habe, bleibt dran, das seht ihr jetzt. Für Zutaten für unseren Schweinsbraten in Datschofen. Datschofen ist ganz klar, der ist draußen, der hetzt die Kohle dabei vor. Dann 1,4 Kilo wunderbaren, schönen, durchzogenen Schweinenacken, sprich Schafbraten sagt man bei uns. Für unser Saftal ein bisschen Gemüse, Sellerie, Karotten, dann haben wir da 5 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Kümmel, Schlückchen Aromen für die Soße und Öl zum Anbraten fürs Gemüse und Tomatenmark. Viel mehr brauchen wir da nicht. Gut, wir würzen jetzt einmal unseren Schweinebraten. Einfach nur mit Salz und Pfeffer. Kümmel geben wir drauf. Der gemahlene, ich meine, da kannst du nicht mehr was Ganzen genauso nehmen. Oder aber wer kein Kümmel will, überhaupt ganz weglassen. So. Die andere Seite auch da. Oder? Weil Knoblauch haben wir in der Soße drinnen. Ich gebe jetzt keinen Senf, kein Öl, nichts drauf. So, auch ein bisschen Kümmel. Das war's schon im Fleisch. Jetzt schnippelt man sich da ganz grob das Gemüse. So Scheiberchen, nehmen wir einmal so. Mehr braucht das gar nicht sein. Gut, ich will das jetzt fertig schnippeln und dann sehen wir sich draußen. Die Temperatur mit an das Fleisch von allen Seiten kurz anbraten. Da ist einfach nur Rapsöl drinnen, immer von jeder Seite eine Minute und dann kommt das Gemüse da. So, machen wir es runter. Na komm her. Wer braucht das nicht, sonst verbrennt uns der Kümmel womöglich. So, die Seiten tun wir auch noch und dann lassen wir es gut sein. Da haben wir noch unsere Zwiebeln ein bisschen. Die Kohlen haben wir auch indirekt. Wir machen das Ganze auf der Kugel heute, nicht die Kohlen direkt am Tag. Gut, kommt das Karotten und Sellerie. Das ist auch ein bisschen mitgeröstet. Damit wir einen schönen Zapferl haben. Und zum Schluss auch der Knoblauch. Freunde, ein Duftel hat das Ganze. Einfach herrlich, so wie. Wenn das Ganze dann so ausschaut, dann geben wir das Tomatenmark dazu. Ja, so zwei Esslöffeln. Dann schmieren das ein wenig. Die wollen das mit anrösten. Aufpassen, dass es nicht verbrennt. So.
Jetzt kommt dann unser Rotwein ins Spiel, damit wir die Röstaromen vom Boden wegkriegen. Sprich, nur einen Schluck. Dann nehmen Sie einen x-beliebigen, x-blaufränkischen. Sprich, glasieren. Und jetzt werden wir dann deglasieren, damit wir die ganzen guten Röststoffe vom Boden wegkriegen. Das machen wir zweimal und dann lassen wir es gut sein. Da schaut's her, diese Röststoffe sind schon weggelöst vom Boden. Der Wein ist einreduziert und jetzt werden wir gleich das zweite Mal. Einmal noch. Braucht nur einen Schluck sein. Hier ist schon wieder geschehen. Das ist ein bisschen das Aufwendige und sonst ist das keine Hexerei, dann schmeißen wir den Braten direkt da drauf, geben noch ein Wasser rein. Und das war es dann auch eigentlich. So, temperaturtechnisch haben wir das über Wochen mit 1 Meter plus. Außernehmen, das ist gleichzeitig die Ladestation. Ja, wenn es grün bringt, haben wir eine Verbindung. Und jetzt kommt die Nadel da rein. Da ist eine Rille, weiß nicht, sieht man das? Bis dahin soll es ein Fleisch sein. Das ist die Temperaturmessung für die Außentemperatur und vorne in der Spitze ist für die Fleischtemperatur. Also wir dann die mittig eine, wir platzieren die ungefähr da so schräg rein. Ja. Und so kommt das Ganze dann in den Dutchofen rein. So, der Rotwein ist wieder einreduziert, wir dann jetzt mit Wasser aufgießen. Ein Schlückchen. Ja, schon mal so viel nachgeben kann man ja immer. Und da geben wir jetzt unser Fleisch drauf. Also für mehr bauen wir jetzt einmal um auf indirektes Setup, sprich wir geben die Kohlenkörbe voneinander und stellen das dann rauf und dann geben wir unser Fleisch drauf. So, das Fleisch hat jetzt Platz genommen, Deckel drauf und Deckel zu. Ja, so um die 160 Grad oder was. Wir haben ja den Vorteil, dadurch in den Dutchofen, der mit da drinnen ist, zeigt uns ja die Innentemperatur an, was wir innen in den Dutchofen haben. Wir werden jetzt ca. 3/4 Stunde, dann schauen wir nach, ob eine Flüssigkeit fällt. Kerntemperatur streben wir so um die 75 Grad an. Aber das dauert jetzt noch eine Zeit. Ne? Ja, der Grill ist wunderbar auf 160 Grad eingeregelt. Alle Lüfter offen. Nur ein kleines Problem haben wir mit unserem Mieter. Verbindung abgebrochen. Bin ich drauf gekommen, dass zu viel Metall ist. Also der Grilldeckel, wenn man den jetzt da wegnimmt, ja, funktioniert er wieder. Sprich, mit dem 16 Grad innen Kerntemperatur und 103 Grad hat es im Topf drinnen. Na gut, kann man halt nichts machen. Deckel drauf wieder. Wieder Verbindung unterbrochen. Ist egal. Alle halbe Stunde schaut man mal nach. Und ich schätze, dass so 2-2,5 Stunden dauern wird, bis wir auf die 75 Grad sind. Aber wenn es soweit ist, dann hole ich euch. Ja, ein Stündchen ist vergangen. Unser Schweinebratel schaut so aus. Rauchen tut es als wir. Flüssigkeit, ja, ist glaube ich noch genug. Lassen wir noch. Gut, machen wir Deckel zu. Und jetzt schauen wir mal wegen der Temperatur. Nicht? Weil da muss man ja den einen Deckel offen lassen. Weil sonst funktioniert das Ganze. Nicht? So. Ja, wir sind 53, 119 Grad hat es im Topf drinnen. Ja, wir sind am guten Weg. Deckel wieder zu. Ja Leute, nach ca. 1,5 Stunden hat unser Fleisch Betriebstemperatur mit 74 Grad. Wir lassen das jetzt, dann werden sie um die Soße kümmern und lassen das Fleisch derweil noch drinnen, damit es nicht auskühlt. Kann ruhig auf 78 oder 80 Grad auch raufgehen, das ist kein Problem. Wir geben jetzt die Soße durch ein Sieb und werden ein bisschen aufmontieren. So, jetzt haben wir da das Gemüse und den Saft. Passieren wir sie da durch. Na, das Gemüse brauchen wir nicht mehr. Gut, ich stelle jetzt den Topf da retour. Ein bisschen was lassen wir drin. Geben das Fleisch rein. So, da haben wir jetzt unser Fleisch schon. Soße haben wir sie einreduziert.
schauen wir mal, schneiden wir mal an, was draus geworden ist. Ne? Schaut her. Ne? Jawohl, das ist ja Herr Bus, das heißt, saftig als wir. Ne? Gut, nehmen wir sich gleich ein Scheibchen darauf. Dann werden wir das gleich verkosten. Ne? So. Die stellen wir mal da hinten weg. Da gibt es ja Wettengenägel dazu. Dann haben wir da unser Süßchen. Nur das Gemüse ein bisschen Ausdruck noch. Kein Mehl, nichts. Schau dir das her. Oh, das ist ein Glanzerl. Salzen, Pfeffern und das Ganze. Was? Ist weg. Well, das fällt dir nicht im Mund, da kriegst du einen Zungenzunahme. Die Knälen dazu. Herz, was willst du mehr? Ich bin Bussi-Fan. Passt zu dieser Jahreszeit der Schweinsbraten nicht mehr. Geht recht einfach. Ich brauch's vorher nichts vormützen, irgendwas. Direkt Salz und Pfeffer, ein bisschen Kümmel, die gute Soße dazu und das war's. Ich hab da einfaches, günstiges Gericht, was an jedem schmeckt. Ja, wenn es euch gefallen hat, gell, gebt's mir ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal, die Glocken nicht vergessen zum Drücken. Und davon erfahren soll, versäumt ihr kein Video mehr von mir. Das war's für heute wieder. Ich sag euch nur, tschüss Papa und pfiat euch, bis zum nächsten Mal.